Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute habe ich mal wieder ein XXL-Haul für dich. Hauptsächlich habe ich mir Produkte geholt für mein YouTube-Zimmer, also so Aufbewahrungsgeschichten und so. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, ja, denn ich habe einen neuen Schreibtisch, der jetzt vollkommen zugestellt ist. Da kann ich euch ja mal ein Bild von einblenden. Und zwar ist es ein Schreibtisch von Wayfair. Genau, dort habe ich bestellt, weil ich einfach nach einem etwas größeren, geräumigeren Schreibtisch gesucht habe, der halt hier unten drunter auch so eine Beinfreiheit hat. Und das hat dieser Schreibtisch mir echt geboten. Zudem habe ich hier noch eine Schublade, was ich hart feier. Ja, Entschuldigung, Sammy. Und genau, bei dem Schreibtisch, den ich vorher hatte, das war ein kleiner von Ikea, hatte ich an der Seite noch so einen Regalturm dran. Das habe ich überhaupt nicht gefeiert. Und ja, so kann ich halt wirklich, ich habe Platz, ne? Ich bin nicht die ganze Zeit hier, ja, eingeschränkt auch von meiner Beinfreiheit her. Ich glaube, Sammy findet das auch ganz cool. Der läuft ja auch ab und an mal vor meinen Füßen jetzt rum und liegt nicht nur hinten im Hintergrund. Das ist ganz witzig. Und ich finde den großartig. Also ich feiere den hart und ich fand den auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her in Ordnung. Ich wollte mir erst einen so einen ganz klassischen von Ikea holen. Ich glaube, Malm wäre das gewesen, ne? Der schlichte mit der Schublade drin. Da sagte mein Freund aber, guck mal, ob du nicht vielleicht noch woanders was findest. Vielleicht bei Home24, vielleicht bei Wayfair oder so, ne? Und ja, dann habe ich halt geguckt und dann habe ich den ich spiele gerade mit Sammys Ohren rum. Und dann habe ich den halt bei Wayfair gesehen. Und da wir auch schon öfters dort was gekauft haben, zum Beispiel unsere Wohnzimmerlampe oder so, ja, habe ich da echt gute Erfahrungen mitgemacht, ne? Und dann habe ich gesagt, gut, mache ich wohl. Und deswegen habe ich mir den Tisch gekauft. Und ich finde den echt klasse. Und dafür, dass der halt in Relation zu den anderen Schreibtischen so günstig war, beschwere ich mich nicht. Genau, und wenn ihr dem Link in der Infobox folgt, dann seht ihr auch die Maße. Das war für mich auch sehr wichtig, dass es hier halt auch reinpasst. Mein Zimmer, boah, ist der mir da entziehen lassen. Junge, ist das ein Bio-Angriff oder ist das ein Chemie-Angriff? Man weiß es nicht. Was wollte ich sagen? Genau, mein Zimmer wird noch ein bisschen anders gestellt, weil ich werde mir noch ein paar Alex-Kommoden wahrscheinlich holen, dass ich da ein bisschen besser meine Schminke aufbewahren kann. Aber ja, ist jetzt halt die Übergangslösung gerade. Okay, ich laber. Ich laber ganz schön viel, ne? Okay. Und dann habe ich mir auch noch ein Messerset dort bestellt von Klarstein. Ich glaube, es war dort gerade Glamour Shopping Week Möglichkeit oder so. Ich weiß nicht, das war nämlich super krass reduziert. Und auch wenn mein Freund die Messer, die wir haben, liebt, mir gehen sie auf den Sack. Ich finde sie nicht scharf genug. Das sind welche von Ikea. Die haben wir aber auch schon vor, ich weiß nicht, wie vielen Jahren geschenkt bekommen. Da haben wir noch gar nicht hier gewohnt. Also die dürften schon über 6 Jahre alt sein oder so. Oder wir haben uns sie zum Einzug hier gekauft vor 5 Jahren. Ich weiß es gar nicht. Aber ich habe, jetzt ist Sammy hier unter dem Tisch. Ich habe mir gedacht, dass es ganz cool wäre, sich mal ein neues Messerset zuzulegen. Und ich stelle es mal hier zur Seite, weil das doch recht schwer ist. Cool finde ich bei diesem Messerblock, dass du hier halt wirklich diese Einschiebeviecher hast. Also jedes Messer hat halt wirklich seinen Platz. Und die Messer sind nicht so irre riesengroß. Also das hier ist jetzt eins von den Messern. Die sind recht leicht, aber auch sehr, sehr scharf. Also die werden morgen, wenn wir das erste Mal, wenn wir das nächste Mal kochen, wieder, sie werden das erste Mal dann zum Einsatz kommen. Genau. Ich verlinke euch so gut, wie ich alles finde, unten in der Infobox, wie gesagt. Ne? Genau, hier ist jetzt halt so ein Oshi-Messer. Das ist so ein typisches Allrounder-Messer. Und ich glaube, ich habe so viele Messertests auf YouTube gesehen, deswegen hatte ich Bock auf neue Messer. Aber halt super scharf. Als ich die hier auch reingeräumt habe und so, fast geschnitten, da muss ich ein bisschen aufpassen. Dann hier auch so ein ganz klassisches Messer und ich finde, die sehen echt sehr, 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 sehr schön aus und mir gefällt das. Genau, also ich weiß jetzt nicht, wie die Langlebigkeit von den Messern so ist und wie lange sie scharf bleiben, wann man sie schärfen muss und so. Das kommt dann so im Laufe der Zeit, aber wir kochen halt sehr gerne und viel. Da sind gute Messer unabdingbar, Leute. Genau, und jetzt zeige ich euch auch mal meinen neuen Stuhl, auf dem ich gerade sitze, weil man sieht es einigermaßen. Unten drunter sind halt Rollen, ne? Und das ist so ein Drehstuhl und der passt halt super auch in unser Esszimmer, weil wir da solche Stühle halt mit normalen Beinen haben. Und ich benutze den Stuhl auch für meinen Homeoffice-Platz. Also das ist ja bei uns im Esszimmer. Und mich hat das immer gestört mit dem weißen oder cremefarbenen Stuhl, den ich vorher hatte. Zum einen, weil der halt sehr wackelig war und so geknackt hat. Und der hier ist sehr sanft und weiß ich nicht, ne, der macht keine Geräusche. Die Schrauben sind fest, da fällt nichts auseinander.
Er macht auf jeden Fall einen durchaus hochwertigeren Eindruck. Und ich mag die Farbe auch sehr gerne. Ne? Also die kann man da jetzt auch sehen. Ja, schaut mal wieder eine Jogginghose und meine Clogs an. Ich weiß, ich weiß. Beauty-YouTuber und so ist am Start, aber genau. Also ich finde den super. Ich finde den sehr bequem. Ich habe da jetzt auch schon so ungefähr eine Woche an meinem Arbeitsplatz drauf gesessen und ich finde den angenehm. Der hat auch so leicht angedeutete Armlehnen und das finde ich echt schön. Ne? Und ich fand den auch vom Preis her echt erschwinglich. Ich brauche mir da nicht einen super teuren Bürostuhl hinpacken, aber ich mag gern diese Lounge-Atmosphäre. Ne? Also auch bei Bürostühlen, die ich halt zu Hause habe oder hier in meinem YouTube-Zimmer. Das muss halt nicht so ein richtiger ergonomischer Stuhl sein, was wahrscheinlich besser wäre, aber ne, er gefällt mir halt so. Okay, dann habe ich auch noch bei Amazon einiges geshoppt. Und zwar, ja, fange ich hiermit einfach mal an. Das ist ein USB-Kabel. Ich hatte sowas Ähnliches schon mal in welcher Box hatte ich das? In der Lifestyle-Box hatte ich das, glaube ich, mit drin. Ne? Das ist ein Kabel, was auf dieser Seite halt ganz normal in so, also einen USB-Anschluss hat, ne, was man halt in so einen Stecker stecken kann, der in einer Steckdose steckt. Oder halt, wir haben auch so Würfel, die haben sowohl Anschlüsse für ganz normale Steckdosen, Stecker von einer Lampe oder so, aber die haben auch so USB-Schlitze, genau, und das ist super praktisch. Und auf der anderen Seite haben wir drei verschiedene Anschlüsse. Theoretisch bräuchte ich für mich und meine Zwecke nur zwei, weil ich kein Apple-Gerät oder so zu Hause habe, denn dafür ist, glaube ich, dieser Anschluss gemacht. Ja, da, keine Ahnung, aber wenn dann halt mal Freunde da sind, die ihr Handy laden können, dann habe ich halt auch einen Apple-Anschluss. Herzlichen Glückwunsch. Die anderen beiden sind ja eher so für Samsung und allgemeine, also ich glaube USB-C nennt sich das oder so. Das ist einmal der etwas breitere, der ist, glaube ich, für mein Handy? Ja, der ist für mein Handy. Und der hier ist zum Beispiel für mein Duschradio. Da wurde ich auch letztens mal nachgefragt, ob ich das verlinken könnte. Nee, leider nicht. Das habe ich mir ganz klassisch bei der Postenbörse bei uns gekauft. Das ist so ähnlich wie Thomas Philips oder ich weiß gar nicht, was es sonst noch so für solche Läden gibt. Genau, die kaufen halt Restposten auf und haben bei uns hier in der Gegend einige Stores und dann kann man da halt die Sachen entsprechend kaufen. Also das habe ich in einem Geschäft vor Ort gekauft. Kann man leider nicht online kaufen, aber es gibt bestimmt ähnliche. Ich gucke mal, ob ich ein ähnliches finde. Dann kann ich das auch mal in die Infobox packen. Ja, auf jeden Fall mag ich das sehr gerne. Kam halt hier in der Verpackung und die habe ich mir hingelegt, damit ich mich dran erinnere. Hier ist die Verpackung. Und jetzt merke ich gerade, dass ich was vergessen habe. Das hole ich aber gleich nochmal. Genau, ne? Also mega geiles USB-Kabel ist bei mir im Badezimmer im Einsatz. Dann wurde ich angefixt und zwar von der lieben Cinderella. Cinderella bloggt neu von der lieben Cindy. Und zwar macht sie auch dieses Diamond Painting, was ja aktuell sehr, sehr, sehr in ist, wenn man das mal so sagen darf. Und ich habe damals viel, bevor ich auch YouTube gemacht habe, habe ich mal nach Zahlen gemacht und fand das total großartig. Ich bin ja auch ein sehr kreativer Mensch. Also ich spiele Gitarre und ich möchte irgendwie immer was gestalten. Ich mag es zu malen, ich mag es mal nach Zahlen zu machen. Ich mag es an Bildern rumzubasteln, das habe ich damals auch immer gemacht. Also immer sehr, sehr so kreative Punkte, ne? Die habe ich immer gerne gemocht. Und dieses Diamond Painting habe ich immer so gedacht, so, ist das überhaupt was für mich? Das habe ich so, ne, weiß ich nicht. Ich dachte so, keine Ahnung, das ist bestimmt mega öselig und da habe ich keinen Bock drauf. Jetzt hatte sie mir aber letztens irgendwie so ein paar Bilder geschickt und ich fand die so schön, also ne, per Insta, Nachrichten haben wir geschrieben, mittlerweile haben wir auch endlich mal die Handynummern ausgetauscht und ich, also ja, habe mich verleiten lassen und dann auch tatsächlich bei Amazon mir ein Set bestellt, habe mir dann auch einige Videos dazu angeguckt und fand das auch super cool und hier habe ich jetzt zwei verschiedene Bilder, also quasi so ein Starter-Set, so war es auch beworben in diesem Amazon-Gedönsen und ja, fand ich halt interessant, ne? Und deswegen habe ich mir gesagt, komm, hat jetzt nicht super viel gekostet und ich wollte es auch mal ausprobieren. Was ich halt bei den Bildern etwas schade finde, ist, dass die, das ist ja hier alles komplett noch so eingepackt, na egal, dass man keinen Rahmen oder so dabei hat. Aber das hast du zum Beispiel bei Malnachzahlen auch nicht. Aber da sind die Sachen ja schon mal auf so einen Holzrahmen gespannt, ne? Gut, hierfür müsste man sich dann irgendwie noch einen Rahmen organisieren und das irgendwie festmachen. Keine Ahnung, hier habe ich auf jeden Fall so ein Pusteblumenbild. Das sieht man hier. Und dann, es fängt oben blau an und dann geht das so runter, farblich gesehen, und ist dann unten ganz rosa, pink irgendwie so oder rot, weiß ich nicht. Und
Es muss wohl so laufen, dass du irgendwie eine Klebefolie abziehen musst und dann kannst du da die jeweiligen Nummern draufkleben. Also das habe ich, wie gesagt, noch nicht gemacht. Man sieht es ja auch, dass es definitiv noch in der Originalverpackung ist. Hier habe ich mal ein 30x30 Bild. Achso, hier sieht man das auch. So sieht das Bild dann aus am Ende. Hoffentlich. Man weiß es nicht. Also ich bin da auch sehr gespannt drauf, ne? Also da sieht man dann diese verschiedenen bunten Pusteblumen. So. Und dann habe ich noch ein anderes Bild. Das ist aber schon scheinbar okay. Ja, okay, dann kann man das nämlich ein bisschen besser gucken. Ach, guck mal, hier ist diese Klebefolie nämlich komplett drüber. Bei manchen, die ich gesehen habe, die hatten das immer nur partiell und dann konnte es partiell abziehen. Aber gut, das ist auch so ein Fließbild, also fängt oben rot an und hört unten dann grau schon fast auf. Und dann steht da Love und das ist in Sand geschrieben. Finde ich hübsch, ne? Und wenn das dann fertig gediamondet ist, dann ist es cool. Mein Freund baut ja auch viel Lego und Klemmbausteine und dann fand ich das eigentlich ganz schön, eigentlich so als Paar-Moment, wie auch immer man das nennen mag, dass man dann zusammen am Tisch sitzt. Sonst mache ich das ja auch viel, dass ich meine Videos dann nebenher schneide oder so, wenn er da am Machen ist, ne? Und das hier sind jetzt runde Steinchen, die ich persönlich auch irgendwie optisch ansprechender fand als die eckigen. Das sind auch nochmal nummeriert und keine Ahnung, dass man halt auch genau weiß, welche Farben das sind und so. So sehen dann diese Steinchen aus. Und ich meine, dass es so ist, dass du dann dieses Werkzeug, was du dabei hast, nimmst. Also guck mal, dann hast du ja noch so Papierviecher. Sieht aus wie ein Tablettendöschen. Okay, genau. Dann hast du hier nämlich diese Prömpel. Und da musst du dann irgendwie in Wachs gehen. Und dann sind die klebrig. Und dann kannst du auf dein Steinchen klicken. Und dann klebst du es aufs Bild. Und dann sind hier noch 5 Milliarden Sortierviecher mit dabei. Keine Ahnung, Löffel. Frag mich nicht, wofür man hier Löffel braucht. Ich werde mir das mal reinziehen und mal gucken. Und dann könnt ihr gerne auf Instagram mir folgen. Upsala, das war eine ganz blöde Idee. Wieso mein Fortschritt ist. Und dann kann ich euch auch das mal so zeigen. Animiert mich ruhig. Also, ne? Ich muss mich da auch wahrscheinlich selber zu motivieren. Ich habe das, upsala, damals mit dem Mal nach Zahlen irgendwann im Nacken gekriegt. Also da hatte ich echt Schmerzen. Weswegen ich dann auch froh war, als ich das... Also, ne, dass ich das Bild, was ich da malen wollte, auch, also das letzte Bild fertig hatte, weil ich hatte echt Schmerzen am Ende. Ich hoffe, dass es hier nicht so sein wird, aber ich hing auch damals mit der Nase echt fast schon auf dem Bild. Mittlerweile habe ich ja echt gute Brillen und dann werde ich mir halt eine Brille aufsetzen müssen und dann kann ich wahrscheinlich das ordentlich bearbeiten. Im wahrsten Sinne des Wortes, Sammy, ne? Genau. So, dann habe ich noch was von einer ehemaligen Mitabiturientin geschickt bekommen. Und zwar, ja, wir haben ja zusammen Abi gemacht, 2008. Alter, ist das schon lange her, ne? Ich bin alt. Okay, und ja, da hatte sie halt auf Insta mir geschrieben, hey, kennst du mich noch? Sie hatte einen anderen Nachnamen. Ich muss ja erstmal auf ihr Profil gehen. Aber dann wusste ich, ja, klar. Und ja, sie hat nämlich eine Palette gehabt und ja, hat mich gefragt, ob ich da Interesse dran habe. Und dann hat sie mir für einen sehr, sehr fairen Preis die Palette verkauft. Und das ist von Huda Beauty die Desert Dusk Palette. Leute, wie viele Dupes habe ich davon schon in der Hand gehalten? Und das Original hatte ich noch nie in meinen Händen. Und jetzt habe ich sie und ich feiere das gerade hardcore. Und ich freue mich darauf, da mitzuspielen. Also vielen, vielen Dank. Da bin ich sehr glücklich drüber. Sie hat hier oben sogar noch die Folie drauf. Wahnsinn. Und ja, ich freue mich. Twilight ist so ein ganz toller Topper, glaube ich, oder Duochrome. Ich muss die alle mal mir reinziehen und ich freue mich richtig drauf. Man sieht es ja auch heute. Ich habe heute ein Fullface mit She-Glam geschminkt. Richtig cool, habe ich mir selber gekauft, weil ihr mich alle animiert habt, das mal zu tun. Und ich bin von diesem Augenlook echt hin und weg. Und ihr seht, ich stehe auf so einen Kram, ne? Das ist auch mit Lila und so. Und lila Paletten, warme lila Paletten, das ist... Ich liebe es, weil ich grüne Augen habe und dann leuchten die halt so schön, ne? Richtig geil. Dann hat sie mir auch ein Zettelchen geschrieben. Ganz viel Spaß damit. Liebe Grüße. Na, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen nennen darf. Miss Kay. Und ich habe mich sehr gefreut. Ja, ich habe mich vor allem gefreut, dass wir wieder so zueinander gefunden haben, weil ich bin anfangs auf den ganzen Abi-Nachtreffen gewesen, aber irgendwann nicht mehr, weil ich auch nicht so ganz zufrieden mit manchen Aspekten in meinem Leben war, um das mal so zu sagen. Und ich glaube, das kennt man auch, ne? Wenn man halt diese Nachtreffen von
damals hat und irgendwie gar nicht an dem Punkt ist in seinem Leben, wo man gerne wäre, dann meidet man solche Treffen. Das ist ein bisschen schade, ja, aber das hatte ich tatsächlich und deswegen bin ich auch nicht zum 10-Jährigen gegangen, worüber ich mich jetzt im Nachhinein mega ärgere, weil ich hätte gerne meine ganzen ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler wiedergesehen, was aus denen so geworden ist, aber naja, vielleicht zum 15-Jährigen, was ja auch bald sein müsste, und oder zum 20-Jährigen, keine Ahnung. Aber schon krass, Sammy, ne? Wie lange das alles her ist? 2008, ey. Leute, 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 bin ich froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Scheiß Abi, ey. Ich hab's geschafft. Ich glaube, mein Schnitt war damals 2,3. Ha! Mit Mathe-LK, Deutsch-LK. Dann hatte ich Englisch als drittes Fach, drittes schriftliches Fach. Dann war mein mündliches Fach Geschichte. Ja. Krass, oder? Ja, das war mein Abi. Okay, so, weiter geht die wilde Reise. Ich mache jetzt hier ein bisschen Platz auf meinem Tisch. Ja, ne, deswegen habe ich hier ein bisschen was Sperriges. Das ist von Amazon. Habe ich mir so Sets bestellt. Das sind einzelne Behälter, genau. Einzelne Behälter, wo ich halt meine Schminke drin aufbewahren werde. Ne? Das ist für Foundation und Mascara und für Blush, Bronzer, Highlighter, Rampampam, all den Kram. Und das ist hier so ein großes Set. 1, 2, 3, 4, 5 Schichten sind das, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja, und dann halt diese verschiedenen Größen. Das war auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis ja ganz angenehm, deswegen habe ich das mitgenommen. Und ich habe mir da auch jetzt hier noch so ein anderes geholt. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Weiß ich echt nicht, weil ich habe ja das andere schon. Egal, das habe ich mir auch noch geholt. Schubladen-Organizer, ja. Ne? Und da hast du halt hier noch so Puffelfiecher mit bei. Ich finde es immer interessant, wenn man sich auch diese, also Puffelfiecher, das macht man hier unten dran, damit die Dinger nicht so klackern, ne? Ich wusste nicht, ob welche, was jetzt wie bei mir alle so passt. Und ich weiß auch noch nicht ganz genau, wann ich mir die Alex-Schränke hole, weil das sind eigentlich Geschenke von meiner Familie gewesen, zum Geburtstag und zu Weihnachten und so. Das halt als Gutschein, weil IKEA hat ja offensichtlich nicht so wirklich geöffnet. Click und Collect kann man machen, aber das finde ich halt immer, du musst ja auch dafür bezahlen, ne? Das habe ich nämlich auch herausgefunden, fand ich ein bisschen blöd. Ja, das muss ich eben zur Seite stellen, weil hier hinten auf meinem Tisch stehen auch noch Sachen, die ich euch zeigen möchte. So. Entschuldigung, wow. Ich habe mir auch so Aufbewahrungsviecher geholt, aber ich dachte, sie wären größer. Das ist die Sache, wenn du zu faul bist, um von der Couch aufzustehen, um nachzumessen, wie breit so ein Blush regulär ist, ne? Naja, auf jeden Fall habe ich mir so ein Organizer-Ding geholt. Da habe ich jetzt meine Blushes drin, jedenfalls ein paar davon. Ne, offensichtlich sieht man es. Genau, fand ich ganz schön. Hätte ich gewusst, dass es doch nicht so breit ist, hätte ich mir nicht so viele davon geholt, denn ich habe mir 6 Stück davon geholt. Naja, aber hier habe ich auf jeden Fall meine ganzen Blushes drin, die da reinpassen. Ich habe auch da hinten schon einen stehen, wo meine ganzen Highlighter drin sind, die da reinpassen. Ich werde auch noch einen Tray voll kriegen mit Bronzern, die da reinpassen. Deswegen ist es in Ordnung, ne? Aber dann habe ich noch 2 über. Mal gucken, was ich damit machen werde. Wobei ich glaube, dass man da auch sehr gut so Concealer reinstecken kann, ne? Dass man dann 2, 3 Concealer nebeneinander stellt. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich mag halt einfach solche Organizer-Viecher sehr gerne. Habe ich da einen Sprung drin? Grob. Weil du halt irgendwie noch so ein bisschen die Produkte besser sehen kannst. Natürlich ist es schön, wenn du die halt auch nah aneinander schieben kannst, damit du halt ein bisschen platzsparender das gestaltest. Aber noch cooler finde ich halt wirklich, wenn du auf einen Blick direkt das Produkt findest, was du suchst, ne? Deswegen, aber cool finde ich die auf jeden Fall. Und irgendwie hatte ich im Hinterkopf, dass die viel teurer sind, aber es lag wahrscheinlich dran, weil ich mir die etwas zu kleine Variante geholt habe. Ja, das hier hatte ich schon einmal da, also einen davon von diesen Türmen habe ich schon. Jetzt habe ich mir noch einen weiteren nachgekauft, weil ich mittlerweile so viele Lippenstifte habe. Ich habe auch letztens einmal fett aussortiert. Ja, das kommt dann auch demnächst in meinem Flop- und Aussortiert-Video quasi, da werdet ihr das sehen. Aber jetzt habe ich mir halt noch so einen Turm nachgekauft, weil ich den halt deutlich schöner finde. Weil du den ja so dahinstellst und dann steckt man so die Lippenstifte rein. Finde ich schöner, als wenn du halt so ein Ding hast und dann stehen die so alle da drin. Ich weiß nicht, ich finde das halt einfach optisch ansprechender, wenn es auf dem Tisch da hinten steht. Und es wird einfach Zeit für mein Sammlungs- und Roomtour-Video hier. Genau, ich finde es einfach schöner. Man kann es theoretisch auch, wenn man möchte, natürlich so hinstellen. Das ist halt flexibel, ne? Dann kannst du es auch so hinlegen, wenn du möchtest, wenn du sagst, ah, das ist mir sonst zu hoch. Und es sieht halt auch irgendwie fancy aus, aber ich werde es so als Turm hinstellen. Vielleicht sogar hier auf meinen Tisch.
Dann kann ich immer auf Lippenstift zugreifen, wobei da kommen wir gleich noch zu einem anderen Organizer. Ich habe ja auch noch einen neuen Spiegel mir gekauft. Oh mein Gott, ja, der ist schön. Ich habe zwar vorher schon einen gehabt, der sehr, sehr ähnlich aussieht, aber da konnte man keine Batterien wechseln. Das heißt, den musstest du halt immer laden und das ist mir auf den Keks gegangen. Jetzt habe ich einen, den kannst du laden, den kannst du aber auch einfach so mit Batterien befüllen. Den gibt es auch in verschiedenen Farben, ne? Ich klappe den mal zu. Das ist halt so ein Rosé. Goldton, aber der ist halt sehr rosé-mäßig und jetzt blinkt auch noch mein Akku. So, also der ist halt rosé-gold, aber sehr in dieses peachy-rosa-mäßige, also halt nicht dieses klassische metallische rosé-gold, was ich ein bisschen schade finde. Ich hätte den gerne noch ein bisschen, so wie gleich was anderes, was ich euch zeige, gehabt. Ich habe ja auch hier an der Seite meine Kettenständer stehen, meine Kettenrondelze und da hätte das ein bisschen besser zugepasst, aber egal, sei es drum. Ne? Ich finde den trotzdem total schön. Du kannst, also das ist von Navaris. Man kann hier dieses Ding so verstellen, wie es einem am besten passt. Das finde ich total super. Ging bei dem anderen auch, aber hier hast du halt dieses Ding, wo du die Batterien reinpacken kannst. Ein Traum. Ich glaube, 4x3A-Batterien sind das. Dann hast du hier diese echt schönen Spiegel. Du hast einen Dreifachvergrößerungsspiegel, einen Zweifachvergrößerungsspiegel, einen normalen Spiegel und einen, wo du dich ein bisschen mehr von der Seite angucken kannst. Dann kannst du hier drauf packen und dann hast du hier wirklich eine schöne Beleuchtung. Perfekt für, wenn ich mir einen Alltagslook schminke oder wenn ich halt einfach hier sitze und mich schminke. Dann habe ich hier noch so eine kleine Ablagefläche und mir gefällt der Spiegel wirklich gut. Das ist ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis bei dem Ding und ja, packe ich euch auch mal in die Infobox. Ich finde den klasse und ich brauche hier auch tatsächlich genau so einen Spiegel, damit ich, wenn ich mich halt hier schminke, auch mit euch zusammen. Das ist ja nicht nur mein YouTube, ich schminke mich Tisch, sondern auch mein regulärer, wenn ich mich morgens einfach so schminke oder generell, ne? Und so kann ich mich gut sehen. Dieser Zweifach- und Dreifachspiegel, da kann ich auch aus einer gewissen Distanz reingucken, ohne dass er so über Kopf ist, ne? Das gibt es ja auch manchmal bei Spiegeln, die da nicht so gut sind, ne? Meine Erfahrung, dass du dann so einen Spiegel mit drin hast, aber wenn ich hier sitze und den am Ende von meinem Schreibtisch stehen habe, also diese, keine Ahnung, 50 cm oder was das von mir entfernt ist, und ich reingucke und immer nur über Kopf bin, dann bringt mir das nichts, oder wenn ich verschwommen bin, ne? Ich muss mich da halt wirklich sehen können, gerade weil ich ja echt nicht gut sehen kann. Also ich kann wohl gut sehen, aber ich habe halt sonst eine Brille auf, ne? Und dann brauche ich halt schon einen Spiegel, der mich dann, dass ich es halt irgendwie sehen kann. Bin halt kurzsichtig. Aber gut, so viel dazu. Ja, ich habe gleich noch ein Ding, aber das ist noch ein bisschen zugestellt von anderen Dingen, die hier auf meinem Tisch stehen. Ja, ich mache weiter mit Waterdrop. Waterdrop seht ihr ja ständig hier bei mir, ne? Hier habe ich, wo ist meine Flasche? Da. Mir auch wieder hingestellt, diese Flasche. Waterdrop Claudi 5, gibt 5 Euro Rabatt. Ab 25 Euro Einkaufswert, genau. Hier habe ich jetzt gerade übrigens ein Micro-Tee drin. Das ist auch mal eine gute Idee, muss ich mal so sagen. Das ist eigentlich so ein minziger Tee. Und eigentlich ist es ja eher dafür gedacht, dass man das halt warm trinkt. Aber ich trinke das auch super gerne kalt. Habe ich herausgefunden, als ich das in meinen in meine Teekanne gefüllt habe und das dann vergessen habe und dann über Nacht ist es erkaltet. Und dann habe ich den am nächsten Morgen kalt getrunken, weil Claudia hat Brand gehabt nach dem Schlafen und habe ich dann getrunken und mir gedacht, boah, geil, ne? Das ist richtig angenehm, frisch und oh, richtig, richtig geil. Und ja, genau, deswegen trinke ich den mir jetzt aktuell sehr gerne kalt in dieser Flasche. Jo, genau. Und da habe ich jetzt ein neues Paket zugeschickt bekommen, weil ihr wisst, ne? Ich habe eine Kooperation mit denen und ich freue mich tierisch darüber, weil mich animiert diese ganze Kooperation, die ich mit der Firma Waterdrop habe, sehr dazu, auf mein Trinkverhalten zu achten. Habe ich vorher nie so wirklich in Betracht gezogen. Das hört sich jetzt auch wirklich ein bisschen blöd an, aber es ist, wie es ist. Dass ich damals auch dachte, dass Kaffee ein Getränk ist. Ich dachte, dass Milch ein Getränk ist. Aber das ist nicht so. Kaffee entzieht eher dem Körper Flüssigkeit und ich trinke Unmengen an Kaffee, Leute. Ne, wie oft trinke ich hier im Video auch mal einen Kaffee? Das ist echt wahnsinnig viel. Und Milch vertrage ich ja per se sowieso nicht so gut. Kuhmilch, ne? Habe ich aber
als Kind zum Beispiel, also von zu Hause her habe ich das so gelernt, fast nur getrunken. Also nicht normales Wasser oder so, das fand ich immer blöd. Waterdrop gibt uns aber die Möglichkeit, unser Wasser ein bisschen aufzupeppen. Ich finde es auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte, dass ich persönlich mehr auf mein Trinkverhalten achte und dass ich einfach mehr Flüssigkeit zu mir nehme. Ich merke es an meiner Haut, ich merke, dass sie besser wird, ich merke, dass dass feine Linien werden dadurch tatsächlich aufgepolstert. Ich merke, dass es mir einfach besser geht, dass ich weniger Kopfschmerzen habe und so weiter. Und hier habe ich dann einmal das PR-Paket, was ich euch gerne zeigen möchte. Und das ist echt, es ist geil, weil, also, die haben was Neues rausgebracht und dazu habe ich halt zum einen das Geschirr bekommen. Leider ist auf dem Transportweg eins von den beiden Gläsern zerbrochen. Das fand ich so traurig, weil die so schön sind. Das ist halt so ein richtig schönes Milchglas, was so samtig von der Oberfläche her ist. Und das ist ein Traum, ne? Und ihr bekommt halt, das finde ich halt das sehr, sehr Geile an Waterdrop. Ihr habt bei Waterdrop nicht nur die Waterdrops an sich, also diese Dröpskes, die ihr euch in ein Dröpschen pro Liter Wasser oder je nachdem, wie intensiv ihr den Geschmack haben möchtet, reinmachen könnt, sondern ihr habt halt auch noch dieses ganze fancy Zubehör, auf das ich persönlich tierisch abfahre, weil das für mich einfach dieses ganze Drumherum nochmal ein bisschen schöner gestaltet und es fixt mich einfach an, Leute. Es ist, wie es ist. Ich bin ein Flaschenkind, ich trinke normalerweise nicht aus dem Glas. Ist ja schon im Glas, so habe ich es damals gelernt. Westfälen des Grüßen. Ist doch ein Glas, ne? Deswegen trinke ich halt immer aus der Flasche. Ist ein bisschen blöd, wenn du Lippenstift trinkst, ne? Weil dann musst du die Flasche halt ständig waschen. Wenn du das in dein Glas füllst, dann musst du es nicht machen, ne? Genau. Und theoretisch, wenn ein Besuch da ist, könnte jeder sich ja auch in sein eigenes Glas, seinen eigenen Waterdrop reinmachen. Für mich persönlich, ne, ist es zu intensiv, wenn ich das in ein so ein Glas reinmache. Ich mache mir das wirklich in die große Flasche rein. Und da passen, glaube ich, 600 Milliliter rein. Und aber ein wunderschön, also wunderschön. Und zwar wurde diese, da kommt auch gleich noch die Karaffe zu, die haben eine neue Sorte rausgebracht. Die habe ich noch nicht ausprobiert, die werde ich jetzt demnächst mit euch, werdet ihr in den Schminkis sehen, Leute. Macht euch drauf gefasst. Und zwar ist das ein richtiger Cloudy Waterdrop. Und zwar ist es ein Drink Cold, also ein Waterdrop und nicht ein Micro Tea. 60 Milligramm Natural Caffeine, also Koffein Drink, Leute. Richtig geil. Und dieses Produkt schmeckt nach Kirschblüte, Malve und Ginseng. Also wenn das nicht meinen Namen ruft, ne, dann weiß ich es auch nicht. Finde ich extrem geil. Hier hinten steht zwar als Empfehlung drauf 400 bis 600 Milliliter. Wie gesagt, ich mache das in 600 Milliliter bis zu einem Liter. Das mache ich bei einer Micro-Tea genauso. Das ist ja in dieser Karaffe drin, in der Teekanne. Und die fasst, glaube ich, ein Liter Fassungsvermögen. Da mache ich einen Drop rein und dann reicht das. Hier sind jetzt 12 Stück drin. Da habe ich 2 von bekommen. Das heißt, ich kann euch damit 24 Mal auf den Keks gehen. Nein. Keine Sorge, die trinke ich ja auch so zwischendurch. Und hier ist natürliches Koffein drin. Das heißt, es könnte mich tatsächlich, was mein Kaffeekonsum angeht, etwas besänftigen. So, jetzt habe ich jetzt hier so 2 große Viecher. Muss mal eben kurz spicken. Ja, hier habe ich die Karaffe dran, richtig geil. Leute, ich finde ja schon mal die Flaschen richtig schön, ne? Nein, aus der Karaffe werde ich nicht pur trinken. Das werde ich dann tatsächlich in die Karaffe reinmachen und dann in mein Glas umfüllen. Keine Sorge, das wäre ein bisschen zu hardcore. Ich suche gerade das Logo, damit ich das so wunderschön nach vorne halten kann. Auch das hier ist halt so ein schönes Milchglas. Hier haben wir so ein Deckelchen drauf, damit halt keine Viecher reinfliegen, was du halt jetzt im Sommer echt gut, sehr, sehr praktisch. Keine Viecher und keine Blüten, keine... was auch immer so vom Himmel halt herabfällt, kann da nicht reinfallen. Und das finde ich toll. Und das finde ich hübsch. Und das mag ich leiden. Und das passt einfach so gut, dass die das jetzt rausgebracht haben, weil Frühling, Sommer, Leute, wir sind jetzt hoffentlich mehr draußen. Und da freue ich mich drauf. Also das ist so geil. Diese Kooperation macht mir Spaß. So, dann habe ich noch weitere Sorten zugeschickt bekommen, weil ich gefragt worden bin, ob ich Nachschub brauche. Und ich sagte, ja, schon. Da habe ich einmal Love bekommen. Das ist mit Granatapfel, Goji-Beere und Schisandra. Mittlerweile, ich muss wirklich sagen, ich trinke jede Sorte richtig gerne. Es ist cool, wenn man ein bisschen Abwechslung drin hat, mal die Sorte, ne? Aber im Prinzip, ich würde dir alles wegtrinken, da habe ich überhaupt keine Last mit. Dann habe ich hier diesen Glow, der ist auch sehr cool. Das ist mit Mango, Kaktusfeige und Artischocke. Und das ist halt so ein bisschen frischer und so, finde ich auch ganz nice. Dann habe ich hier, das ist auch ganz nett, Defense. Da habe ich, ich glaube, die habe ich zuallererst leer gemacht mit Cranberry, Hagebutter
Hagebutte und Moringa Hagebutter. Da ist Butter drin, nicht. Genau. Und die haben natürlich auch, soweit ich weiß, keine Kalorien. Relax, das brauche ich auch manchmal, wenn ich halt so extrem aufgedreht bin, ne? Das ja, ist halt mit Hibiskus, Aronia und Acerola, ist auch sehr, sehr lecker, sehr... Macht mir Freude, ja, muss ich sagen. Ja, genau. So, dann machen wir das einmal hier zusammen. Dann habe ich hier nämlich noch den zweiten. Da müsste dann jetzt nämlich die Flasche zu drin sein. Und ich kann da echt nicht genug von haben, genau. Und die ist halt neu. Und das ist eine Thermoskanne eigentlich. Das heißt, du kannst da sowohl den Micro-Drink als auch den Micro-Tea reinmachen. Und hast es dann für unterwegs oder hast es dann auf deinem Bürotisch stehen. Und genau, da haben wir halt hier diese, ist das Teflon da drin? Ich weiß es nicht, aber halt diese Beschichtung gedünst, ne? Dass es halt quasi warm oder kalt gehalten wird. Das finde ich ganz nice. Also das kann ich jetzt auch für den Sommer sehr gut gebrauchen, weil wenn du draußen bist, im Garten zum Beispiel. Entschuldigung, warte. Ja, Entschuldigung, Sammy. Oh, nein, ich höre auf. Ich schraube jetzt gerade nicht. Sally guckt so, Frauchen, hör auf jetzt, ich höre das 5 Milliarden mal lauter als du. Okay, finde ich praktisch, weil wenn ich im Garten bin, stelle ich mir immer auch eine Flasche nach draußen, dass ich da halt was zu trinken habe, dass ich dann halt auch ab und an mal einfach was trinke, ne? Und ja, es ist am Anfang erfrischend und toll, aber mit der Zeit wird es halt echt warm, gerade wenn du dir dann vielleicht mal irgendwas, weiß ich nicht, Pick in die Sonne steht es ja auch bei uns mitten auf der Terrasse. Das ist ein bisschen blöd, ne? Ja, genau. Deswegen finde ich das total super. Das ist jetzt für uns, für die Gartenarbeit echt praktisch. Feiere ich hart und ich bedanke mich von Herzen bei Waterdrop für die wundervolle Kooperation. Claudi 5, 5 Euro Rabatt, Leute. So, das muss ich jetzt mal kurz runterräumen. Sammy, was machst du denn da? Wo willst du denn hin? Kennst du doch schon alle. Hm? Willst du mal riechen? Soll ich das mal nach hinten stellen, dass du mehr Platz hast zum Riechen? Vorsichtig, einmal rückwärts gehen, bitte. Danke. So hat jeder hier seine Freiheiten. Genau. So, ich habe jetzt noch ein Produkt hier von Amazon, was ich euch zeigen möchte, was ich jetzt ja gerade freigeräumt habe, was ich aber leider schon vorgestellt habe, weil ich so feiere. Und zwar ist es dieser Aufsteller für meinen Schminktisch. Da habe ich meine tägliche Schminkroutinenprodukte drin und dann noch ein bisschen Schreibkram, ein paar Tools und ein paar fancy Produkte, wie jetzt zum Beispiel ein Glitterglue oder so. Das ist im Prinzip, man sieht es hier wahrscheinlich ganz gut, das ist roségoldenes Metall. Ne, das ist so roségold eingefärbt wahrscheinlich. Und die Einsätze sind aus diesem Acryl, ist es glaube ich, ne? Die kannst du alle einzeln rausnehmen. Da habe ich einmal diesen Aufsteller, den ich auch schon mal hatte, den ich auch schon mal weggetan habe, aber jetzt habe ich halt eine richtige Verwendung, weil der halt hier extrem gut reinpasst. Da habe ich dann meine Daily Routine Produkte drin. Auch ein, ja, jetzt siehst du, dass irgendwas runterfällt. Mein Spiegelchen und dann habe ich hier verschiedene Schubladen drin, die man auch komplett rausnehmen kann. Und hier habe ich dann meine cremigen und pudrigen Texturen, was ich halt so täglich verwende. Und das finde ich von der Größe her total passend. Ich finde es optisch schön. Ich finde es offen. Ich mag das Design. Ich ja, finde es halt auch nicht zu kitschig oder so zum Beispiel, ne? Weil manchmal hat man ja auch solche Dinge und denkt sich, eieiei. Aber wenn man das halt so in dieser harmonischen Konstellation sieht, mit dem Spiegel zusammen und mit diesen Kettenständern zusammen und mit meiner Lampe von Imaco zusammen, die jetzt farblich noch eher ins Gelbe geht, ne? Und nicht so im Rötlichen ist. Aber trotzdem mag ich die auch sehr, sehr gerne. So viel dazu. Jetzt ja, habe ich wieder noch was und zwar Schminkikapinki. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das Video schon dazu so gesehen habt. Und zwar habe ich für ein Full Face Fenty Beauty eingekauft. Holla die Waldfee. Ich habe die Geschenkverpackung auch angeklickt dementsprechend. Ne? So, ich habe mir auch ein kleines Kärtchen geschrieben, was gerade abging. 10% Rabatt auf Fenty Beauty Produkte durch Sephora Unlimited. Ne? Da kann man sich ja anmelden. Genau, habe ich jetzt meine Lieblingsbrand aktuell festgelegt. 20% auf Fenty Skin. Und den Hangover Primer und, nee, Hangover und Serum gab es gratis. Okay, dann gucken wir mal. Und noch was habe ich gratis bekommen, sehe ich gerade. Okay, hier habe ich einmal von Fenty Skin das Fat Water Pore Refining Toner Serum. Das fand ich einfach interessant. Fenty Beauty, also die Marke von Rihanna, hat ja auch, ja, tatsächlich auch Hautpflege rausgebracht. Und da wollte ich den Toner einfach mal ausprobieren. Der ist so ein bisschen dickflüssiger. Das fand ich halt
interessant und deswegen habe ich mir den auch dann bestellt, weil, ja, ne, so ein dickflüssiger Toner, mal gucken, ob das so funktioniert. Poren verfeinernd. Ich habe jetzt keine vergrößerten Poren, aber ich verwende auch zum Beispiel aktuell von Beauty Mates das Poren, den Poren-Minimierer, den Pore-Minimizer als Booster mit dabei. Und irgendwie werden meine Poren dadurch dann doch verfeinert. Also scheinbar doch ein bisschen Poren zu haben, Leute. Jeder hat Poren, ne? Gut, dann habe ich mir bestellt das, ach, finde ich so geil, ne? Du hast einfach auch die Möglichkeit, die Minis zu bestellen. Von Fenty Beauty das Baby What Did You, das ist, glaube ich, relativ neu, weiß ich nicht, ein Dewy Fixing Spray, also quasi ein Fixierungsspray für das Make-up. Ich weiß gar nicht, warum ich das alles zurück in seine Verpackung gepackt habe. Habe ich auf jeden Fall verwendet. Spoiler, mir persönlich hat die Marke Freude bereitet. Also so geile Produkte, die Foundation, ein Traum. Richtig geil. Und über die Lidschattenpaletten zum Beispiel, da habe ich mir die Nummer 9 geholt. Das ist die 9 Wine Palette oder die Wine Palette. Die fand ich geil. Also es wird über die Fenty Beauty Lidschattenpaletten auch nicht so viel Positives erzählt. Die kannst du ja so aneinander machen und dann hast du ganz viele. Die kostet halt auch echt 25 Euro, ne? Aber ich fand die hier richtig schön. Damit konnte ich einen tollen Look schminken. Das hat einfach Spaß gemacht, damit rumzuspielen und vielleicht hole ich mir tatsächlich noch die ein oder andere davon, weil es ist jetzt ja auch aktuell im Trend, dass man diese etwas kleineren Paletten nimmt, wobei ich auch die großen, zum Beispiel von Mitchell, von Made by Mitchell, die ich ja von Purish zugeschickt bekommen habe, Claudis Welt 15% Rabatt, weißt du Bescheid, finde ich mega, fand ich auch mega, aber so kleine sind halt gerade für den Alltag auch super handlich und praktisch und ich habe alle Töne, glaube ich, verwendet in meinem Look und das hat Freude bereitet, die waren toll, die waren echt toll. Ja, so ein schöner Spiegel mit dabei, fühlt sich für 25 Euro recht nicht so hochwertig an, aber das hast du bei Natasha Denona, bei den 5er Paletten oder 6er Paletten, ja genauso, die auch 25 Euro kosten, ne? Gut, dann habe ich hier Easy Drop, das ist die Foundation, mega, mega, Leute, auch farblich ein Traum. Ich habe die Nummer 3 gewählt. Das ist ein Farbmatch, aber sowas von. Die passt wie Arsch auf Eimer bei mir und ja, auch da verpackungsmäßig hübsch, aber fühlt sich jetzt nicht super hochwertig an und ich habe ein Heidengeld für diese Produkte hingeblättert, aber schöne Produkte in auf dem Gesicht, ne? Dann habe ich mir auch in der Farbe Butter das Puder geholt, das Pro Filter. Und das ist auch ein Mini davon. Finde ich klasse, wenn Marken, die halt so hochpreisig sind, anbieten, dass man das halt auch in einer kleineren Größe holen kann. Klar, wenn du es aufs Gramm runterrechnest oder auf den Milliliterpreis, dann fängst du irgendwann an zu weinen. Aber ja, oder dein Freund zeigt dir irgendwann mal einen Vogel. Aber zum Ausprobieren ein Traum. Echt ein Traum. Und das ist halt so, dieses Format von Fenty Beauty finde ich einfach klasse. Dieses Hexagon, ne? Dann hast du hier dieses Puffelding mit dabei, hast dann hier... Das kannst du rausmachen. Richtig schön. Also auch schön fein. Hat mir mega gut gefallen. Also guckt euch das Fullface auf jeden Fall an. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Sunstalker habe ich mir den Bronzer geholt in der Farbe Shady Biss. Das ist dieses hier. Den habe ich halt jetzt in der Full Size hier. Huhu. Ist aber auch ganz schön viel Produkt drin. Was ist denn da drin? Und mich hat das halt immer wieder interessiert, weil hier 6,23 Gramm. Bei Maxim Giacomo hat er ja auch richtig viel von erzählt, immer und geschwärmt. Und dann hat er auch seine Foundation Review gemacht. Und da habe ich mir gedacht, boah, Claudinchen, jetzt hol dir das endlich. Ja. Ne? Und dann habe ich da einfach mir das ein oder andere Produkt einfach mal gegönnt. Traumhaft. Traumhaft schön. Also du siehst jeden Fingerabdruck da drauf, ne? Man sieht es jetzt auch schon. Krass und ja, aber man tut, was man kann. Dann habe ich mir auch geholt Killer Watt, den Highlighter. Ich hatte ja vorher den Diamond Bomb Highlighter mal in einem Set mir bestellt. Den fand ich ja furchtbar, weil das einfach wirklich eine Glitzerbombe war, wie der Name ja auch schon gesagt hat. Hier habe ich die Farbe Metal Mood. Die ist mega geil. Also das ist ein richtig toller Highlighter. Auch hier wieder dieses Verpackungsformat. Mega schön. Also das ist... Sieht so weiß aus, aber auf dem Gesicht ist der richtig toll. Nicht so schön wie manch anderer, der, ne, hat schon recht, ja, ist schon relativ grob unterwegs, aber man kann ihn auf jeden Fall gut in einen Look integrieren. Genau, dann habe ich mir auch etwas geholt und zwar einen den Flyliner. Cousin Black ist die Farbe. Das ist ein Eyeliner und den fand ich extrem toll, weil das hier ist eine ganz besondere Pinselspitze. Also erstmal, ne, das ist dreieckig,
Wenn man das so, sieht man das? So sieht man das, genau. Das fand ich schön. Kannst du richtig toll halten. Also hier quasi den Ringfinger drunter legen und hier dann die Finger oben dran. Und dann kannst du toll damit malen. Und der hat halt... Nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre einer mit einer Pinselspitze. Nee, das ist ein Schwämmchen-Applikator. Aber der hat gut gemalt. Also der hat mir gut gefallen. Wen hatte ich denn letztens, der so eine Pinselspitze hat? Sag mal. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat er mir auch gut gefallen. Der hat auch einen tollen Wing gemacht. Schön Farbe abgegeben. Und dann habe ich mir die Mascara geholt. Ja, die war auch ganz gut, ne? Fenty Beauty Full Frontal Volume Lift and Curl Mascara. Auch ein schönes Schätzelein. Ich hatte immer irgendwie im Hinterkopf, dass ich die mal irgendwo auch schon in einem Adventskalender oder so hatte. Also entweder habe ich die schon mal aus Versehen aufgebraucht, konnte mich nicht zurückhalten oder, keine Ahnung, oder es war die Anastasia Beverly Hills Lash Break, mit der ich das vertauscht habe. Schaut so aus vom Packaging her, ist halt auch wieder die Mini-Größe. Und die hat ein sehr interessantes Bürstchen. Und zwar, wenn man so schaut, das ist ein Kunsthaarbürstchen, ne, ein Faserbürstchen, dann ist die halt so buschi-wuschi, ellipsenförmig. Und wenn ich die so drehe, ist die ganz flach. Also super cool. Die greift auch schön die Wimpern. Da kann man toll mit tuschen. Hat mir gut gefallen. So, und jetzt kommen wir zu den Goodies, die mit dabei waren. Da habe ich ja eben schon verraten. Das ist eine der Too Faced Natural... Nein, Proactive Nourishing Hangover X Coconut Water Replenishing Face Primer ist. Das ist dieses Spray. Den müsste ich aber schon ein- oder zweimal sogar schon da haben. Das heißt, den werde ich dann höchstwahrscheinlich demnächst mal verlosen. Nee. Ah, den habe ich in Mini da. Muss ich nochmal gucken, ob der mir gefällt. Genau, das ist der... Ich dachte, das wäre das... Ich habe nämlich dieses Primer Spray auch, das Hangover Spray. Das hatte ich letztens von bei Sephora gratis mit dabei gehabt. Guck mal, haben wir vertan, ne? War auch, glaube ich, gar nicht reingeschrieben worden. Aber gut, bei Face Primer denke ich bei dem Hangover immer an dieses Spray, weil ich das halt schon habe. Und zwar ist es dieses hier. Das ist ja auch ein 3-in-1 Replenishing Primer and Setting Spray, ne? Genau, den hatte ich letztens mal gratis. Und den habe ich schon zweimal. Gut, hier muss ich halt gucken, ob ich den... Na, ich glaube, ich habe den in Mini, den muss ich dann erstmal gucken, wenn ich ihn richtig geil finde, dann behalte ich den, ansonsten wird er verlost, was auf jeden Fall verlost wird, weil ich da noch ein Backup von habe, ist von Sand & Sky, die Australian Pink Clay Maske, Flash Perfection Exfoliant Treatment, nee, das ist, doch, nee, nee, doch, das ist das, was ich denke, das ist nämlich die Maske, im Prinzip reicht das für eine Anwendung und die ist halt sehr intensiv, ne? Also die klärt ja schon ordentlich alles weg, ist eine nice Geschichte. Und das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal in den Händen auch als Goodie mit dabei gekriegt. Und ich glaube auch, dass es im Adventskalender mit dabei war. C und E Vitamine sind da drin. Und das ist das Ultra Glow Serum Glow and Strengthen 30 ml. Und ja, das hatte ich halt schon mal da. Ich glaube, das habe ich sogar noch im Backup. Aber das werde ich dann demnächst mal weitergeben. Sieht total schön aus. Ne? Das ist so eine Pipette. Sowas feiere ich ja tierisch. Aber ich bin halt aktuell mit den Beauty Mates Produkten so gut zufrieden. Und auch mit den Produkten von Dalton. Dass ich mich da halt auch weiter drauf konzentrieren werde. Und das wird weiter wandern. Genau, dann ist nämlich dieser Karton auch schon wieder leer. Mensch, ich schaffe hier heute hier richtig Platz im Raum. Ich sag euch das. Und das ist halt auch praktisch, ne? Hast du hier halt eine Schublade. Ist nie weg, so ein Ding. Und jetzt kommen wir mal wieder zu einer kleinen Dosen... Wow, aufpassen, Karin, du hast hier Glas auf dem Tisch. Zu einer kleinen Doseneskalation, denn ich habe mal wieder bei... Man sieht's nicht. Aber man hört es, bei Themas bestellt, weil ihr habt es ja auch die letzten Male mitbekommen. Ich habe mir relativ viele neue Pinsel geholt und ich habe hier noch Platz auf meinem Tisch, aber ich hatte keine Behälter mehr, wo ich sie reinpacke. Und da habe ich mir einfach ein paar neue Dosen bestellt. Dieses Mal musste mein Kollege auch nicht mitbestellen. Da habe ich gut zugeschlagen und mir dann einfach mal wieder ein paar Dosen geholt. Ich kann es euch einfach nur empfehlen, diese kleinen Teedosen, die irgendwie nur 2 € oder so kosten, wenn ihr möchtet, ne, als Pinselaufbewahrung zu verwenden. Die habe ich zweimal geholt. Oder als Lip-Liner-Aufbewahrung habe ich sie auch schon im Einsatz. Oder. Und hier bei diesen Dosen, die halt hier hinten diese Klappgeschichte haben, kann man den Deckel einfach abmachen. Das ist super einfach. Biege ich mir den nämlich so nach hinten, sind die Viecher ab. Dann kann ich den Deckel so rausziehen, kann das wieder zurückbiegen. Zack. Und habe hier eine Dose, wo ich meine Pinsel reinmachen kann. Ah, die Frau ist total bekloppt, ne? Ja. Dosen ohne Ende. Ach,
Gleich habe ich noch eine Sache, denn das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss, genau. Das dürfen wir nicht vergessen, habe ich euch aber auch schon auf Instagram gezeigt, weil der Code nur bis zum 17. gültig war und ich glaube nicht, dass dieses Video vor dem 17. online geht. Genau, und dann habe ich mir noch eine Tasse geholt, da steht Alltagsheldin drauf. Da weiß ich noch gar nicht, ob ich die selber behalten werde oder ob ich sie weiter verschenken werde, weil ich die echt praktisch finde. Und bei Themas bekommt man auch immer irgendwie so ein Goodie mit dabei. Und das hier ist die Früchtetee Sweet Mango Pfirsich Mischung, die mit dabei gelegt worden ist. Die mache ich mir dann einfach in mein Teesieb oder in mein Tee-Ei und hänge mir die in meinen Tee rein. So, genau, einen habe ich hier nämlich noch stehen. Das steht hier so wie meine Schultasche an der Seite. Und zwar habe ich von Joseco eine Tasche zugeschickt bekommen. Es ist so, dass ich ja mindestens einmal pro Woche auch im Büro bin. Also eigentlich immer mittwochs, weil ich da einfach bedingt durch meinen Arbeitsablauf sein muss und auch möchte vor allem. Und genau, deswegen habe ich halt den einen Tag, wo ich auf jeden Fall im Büro bin. Und dann muss ich halt meinen Laptop, dann habe ich noch einen großen, dicken Ordner. Das ist so mein Brain, wo alles Mögliche drin ist, muss ich immer mitnehmen. Und dann habe ich ja noch theoretisch die Sachen, die in meiner klassischen Handtasche drin wären. Und ich bin dann immer mit einer Klappkiste zur Arbeit gegangen. Das ist mir tierisch auf den Sack gegangen, muss ich wirklich sagen. Und dann habe ich mir auch schon überlegt, Mensch, du brauchst eine entsprechende Tasche dafür, du musst dir irgendwas bestellen, habe ich dann auch schon umgeguckt, ne? Hatte auch schon verschiedene Sachen so mir auf die Wunschliste gesetzt. Ja, und dann kam eine Kooperationsanfrage von Joseco und das kam halt wie gerufen für mich tatsächlich. Und die haben halt gefragt, ob ich Bock hätte, mir da vielleicht in deren Shop etwas auszusuchen. Und dann habe ich halt geschaut und habe halt diese Tasche gesehen und ich habe mich direkt verliebt. Die sieht aus wie so eine richtige College-Schultasche. Und dann bin ich mit dem Zollstock bei mir durch meine Wohnung gelaufen, habe geguckt, wie breit ist mein Ordner, wie breit ist mein Laptop, wie lang, wie hoch, wie auch immer, ne? Und würde ich da alles reinkriegen? Und Leute, es passt alles rein. Es passt hier rein, mein Laptop, mein dicker Ordner. Dann habe ich noch so eine Liste, so einen Schreibblock, den ich immer mitnehme. Dann mein dickes Portemonnaie, das ist echt sehr, sehr dick, weil da alles Mögliche drin ist. Keine Ahnung, auch Rubis und so ein Kram. Dann passt hier rein meine Notfalltasche, das ist so ein kleines Täschchen, wo ich halt alle möglichen Notfallsachen, Deo, einklappbarer Spiegel mit Haarbürste dran und so und ein paar Tabletten, die ich dann halt immer mal wieder brauche, falls ich sie vergesse oder eine Ibu oder so, die da drin ist, ne? Was habe ich da alles drin? Lip-Balsam und so ein Kram, Handcreme, ne? Das ist halt in so einem kleinen Täschchen drin. Es passt hier alles rein. Und also vielen Dank, Joseco. Das kam echt wie gerufen. Ich habe auch einen ziemlich witzigen Code. Ich glaube, Claudi 10 of Joe oder so. Yo. Für Joseco halt. Genau, Claudi 10 of Yo ist ein 10% Rabattcode. Wie gesagt, ich habe den auf Instagram schon geteilt. Ich weiß nicht, ob ich das Video hier früh genug hochgeladen bekomme. Ich bezweifle das, weil heute ist ja der 10.4. Ja, ich glaube nicht. Nee, ich bin da nicht so schnell tatsächlich. Also, die Verarbeitung von der Tasche ist richtig geil. Wenn du die halt so zu hast, das ist halt mit so Magnetknöpfen, ne? Die sind hier dran. Und die Tasche, die hält das auch alles aus, ne? Und es fühlt sich auf dem Rücken auch bei weitem, ach Quatsch, hier sind diese Magnetbücher dran, auf dem Rücken fühlt es sich bei weitem nicht so schwer an, wie wenn ich jetzt meine Klappkiste trage, weil es verteilt sich ja auch ergonomisch auf den Schultern, so wie sich das ja auch gehört, ne? Brand experience in venue from now on. From your fashion, you are the world leader. Okay, ja, und das ist halt eine Tasche mit so vielen Innentaschen und Möglichkeiten. Ein toller Rucksack, ne? Also hier haben wir diesen Rucksack gedünsten. Safe hätte ich mir den damals auch gekauft, wenn ich halt ganz normal noch Schüler gewesen wäre, weil ich das schön finde. Ich mag das Design richtig gerne. Ich mag diese goldenen Reißverschlüsse, die schön sind, die hochwertig sind. Ich mag es, dass ich hier an der Seite so Ghostbuster-mäßig auch zum Beispiel mein Handdesinfektionsding reinpacken kann. Auf die andere Seite gebe ich mir einfach meistens meine Maske, die ich dann immer so einfach nach hinten greifen, rausziehen, drauf machen. Dann muss ich nicht 5 Milliarden Mal in der Tasche wühlen. Hier vorne habe ich eine Tasche, da habe ich tatsächlich so ein Ding. Das war in der Box drin, die ich mir mal gekauft habe. Fällt mir gerade nicht ein, wie die hieß. Lilido, glaube ich. Lilido Box gab es bei Rossmann. Da ist halt hier so ein Case und da habe ich halt Binden und OBs und Slipanlagen und einen Kram drin. Das passt halt hier vorne ganz gut rein. Das muss ich nur ein bisschen einklappen, ist aber nicht schlimm. Und was habe ich hier noch für Taschen? Dafür muss ich das einmal aufklappen.
Reißverschlüsse. Und das schützt halt auch nochmal die Reißverschlüsse, falls es mal regnet oder so, ne? Genau, dann habe ich hier vorne, das hier ist meine Survival-Tasche übrigens, von der ich eben gesprochen habe. Da ist mein halbes Leben drin. Ein Traum, Leute. Kann ich nur empfehlen. Und dann limitiert man sich auch. Auf der anderen Seite von der Tasche habe ich dann Platz für mein riesengroßes Portemonnaie. Obendrauf kann ich dann auch noch mein Handy packen und was ich nicht alles so brauche. Tolle Reißverschlüsse übrigens. Dann habe ich hier, das muss ich mal irgendwo rausnehmen, weil da stehen die Adressen von meinen ganzen Kollegen drauf, weil das ist mein Brain, ne? Ja, genau. Hier habe ich dann in dieser großen Tasche noch eine Innentasche. Da. Und in diese Innentasche, da ist doch bestimmt was drin, oder? Ich glaube, meine Maus packe ich da gerne rein. Ja, aber die ist halt nicht so riesengroß, ist halt nur so eine kleine Tasche. Dann habe ich hier hinten noch eine Tasche, da kommt mein Laptop immer rein. Dann ist halt dieser Trenner dazwischen. Und vor dem Trenner kommt dann mein Ordner. Genau. Und das wäre halt auch optimal gewesen damals zu meinen Schulzeiten, weil da habe ich auch immer irgendwie einen Laptop oder sowas mit dabei gehabt und meine Stimme geht gerade weg. Oder als ich in der Berufsschule war zum Beispiel, da waren wir nämlich die Laptop-Klasse. Da hatten wir auch immer einen Laptop mitzuschleppen und so ein Kram. Und da habe ich immer eine Handtasche gehabt und eine Laptop-Tasche. Das war total nervig. Hör mal, Leute, dieser Rucksack ist für mich echt ein Life-Changer und Life-Saver. Ich denke, dass der auch tatsächlich demnächst wieder in meinen Quartalsfavoriten zu finden sein wird. Ich muss den hier nicht zeigen, ne? Ich habe den kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, um ihn halt zu testen. Und ich habe halt nach einem Rabattcode gefragt, den habe ich bekommen. Lieben, das war jetzt mein Haul. Ich gucke mich hier gerade so ein bisschen verloren um, weil ich mir gedacht habe, habe ich noch was? Nee, aber ich glaube, das Video ist auch schon richtig lange, ne? Ja. Ich kann jetzt endlich hier alles einräumen, denn es stand hier in Kisten die ganze Zeit rum. Und freue mich so richtig, auch meine Schminksammlung so ein bisschen umzugestalten und so. Ihr Lieben, ja, ne? Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!